Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/95. Netzneutralität ist zum Abschluss freigegeben. Pläne von EU-Kommissar Oettinger lassen das freie und offene Internet sterben. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Ja, steht hier. Sie sind gemeldet. Bitte? Sie sind gemeldet. Ich weiß. Der Kollege hätte auch gerne gesprochen. Was macht man denn jetzt? Am besten fangen Sie an. Ich warte noch, bis die raus sind. Fangen wir an. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe verbliebene Zuschauer hier im Saal, aber auch vor allem zu Hause am Stream. Wenn ihr euch gerade fragt, Netzneutralität, was ist das und geht mich das überhaupt was an, dann rufe ich Ihnen zu, ja, verdammt, und ich sage Ihnen jetzt auch gleich, warum. Netzneutralität ist das universelle Grundprinzip, nach dem das Internet funktioniert, offen und diskriminierungsfrei. Alle Daten sollen gleichberechtigt an die Nutzer gesendet werden, egal woher sie stammen und egal welchen Inhalt sie haben. Das Internet ist sozusagen der Bürgersteig des 21. Jahrhunderts. Es ist das Konzerthaus und die Videothek des 21. Jahrhunderts. Es ist auch der Marktplatz des 21. Jahrhunderts. Kurzum, hier tauschen sich Menschen aus, machen Geschäfte und kommunizieren. Hier findet immer mehr das gesellschaftliche Leben statt. Sie selbst werden das jetzt alles vielleicht noch nicht machen, aber Ihre Kinder tun es jetzt schon. Die Bedeutung des Internets für die Zukunft Europas hat auch die EU-Kommission entdeckt und den Verordnungsvorschlag 2013/627 vorgelegt. Und sie ist dabei auf den grandiosen Einfall gekommen, dass man auf diesen digitalen Bürgersteig doch nun auch Maut erheben könnte. Sozusagen eine Digitalmaut. Und diese Digitalmaut soll, für diesen Digitalmaut soll der Grundsatz der Netzneutralität sterben. Das ist also die digitale Agenda der EU, die Erhebung von Wegezoll. So soll unsere Zukunft also gestaltet werden. Mit einem Geschäftsmodell, das schon die Bibel kennt, sollen im 21. Jahrhundert Arbeitsplätze in Europa geschaffen werden. Absurder geht's nicht. Das ist alles Teil des schwarz-roten Jurassic Park, von dem mein Fraktionsvorsitzender Michel Marsching heute Mittag in der Haushaltsdebatte sprach und den es leider auch hier in NRW gibt. Zwar beteuern Oettinger, Dobrindt und Co. stets, dass das freie Internet nicht in Gefahr sei, doch in Wahrheit wollen sie es insgeheim abschaffen. Der Verordnungstext ist so schwammig gehalten, dass später sicherlich eine industriefreundliche Auslegung gefunden werden wird. Damit wäre dann die Einführung eines Zwei-Klassen-Internets besiegelt. Ohne Netzneutralität werden sich finanzstarke Großkonzerne zukünftig eine Überholspur für ihre eigenen Online-Dienste erkaufen können. Wer die Maut nicht zahlt, bleibt im Stau stehen. Die vorgeschobenen Rechtfertigungen könnten verlogener nicht sein. Erstes Beispiel: Telemedizin, also zum Beispiel Operationen übers Internet. Aber lebensbedrohliche Eingriffe sind per Internet überhaupt nicht machbar, da niemand eine hundertprozentig stabile Internetverbindung garantieren kann. Zweites Beispiel: autonomes Fahren. Digitale Überholspuren, so hört man, seien für den Autoverkehr der Zukunft unverzichtbar. Dumm nur, dass selbst Google und seinem Roboterauto keine Rede davon ist, auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Aber, genau. Aber mit Lügen und der Unwissenheit der Wähler kann man leicht Politik machen. Das gilt hier wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Um es mal deutlich zu sagen, die Abschaffung der Netzneutralität ist der Triumphzug der Mainstream-Medien und ein Angriff auf die Presse- und Informationsfreiheit. Subkultur wird in die Warteschleife geschickt und echte Informationsfreiheit wird zu einer Frage des Geldbeutels.
Wer sich die Netzneutralität nicht leisten und somit nicht erkaufen kann, ist auf die sogenannten Zero-Rating-Dienste der Großkonzerne angewiesen. Die gleichen Großkoalitionäre, die im Januar noch den Terror gegen Charlie Hebdo verurteilten, sorgen jetzt für das nächste Attentat auf die Medienvielfalt. Ich komme zum Schluss. Ende Juni haben sich Rat, Kommission und Vertreter des EU-Parlaments auf eine fatale Aufweichung der Netzneutralität verständigt. Die Vereinbarung muss aber noch durchs Parlament, das im Herbst final abstimmen wird. Bis dahin können noch Änderungen vorgenommen werden. Daher müssen wir hier heute diese Debatte führen. Mit der Abschaffung der Netzneutralität soll das Kulturbiotop für eine kommerzielle Betonwüste geopfert werden. Wir Piraten kämpfen weiter für ein freies Internet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Schreiber. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wir lehnen Ihren Antrag ab. Das hat zwei Gründe. Und die möchte ich Ihnen im Folgenden auch gerne erklären. Der erste Grund ist, wir in Nordrhein-Westfalen haben uns schon früh deutlich für die Netzneutralität ausgesprochen. Sie kennen sicherlich noch den rot-grünen Antrag, da bin ich mir sicher, mit dem Titel Für echtes Netz, Netzneutralität gewährleisten und gesetzlich festschreiben. Das war im Mai 2013. Damals haben wir sehr klar gemacht, dass im Internet nur die grundsätzliche Gleichbehandlung aller Datenpakete unabhängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel der Garant für ein freies Netz ist. Das hat Sie so sehr überzeugt, dass wir anschließend gemeinsam mit Ihnen zusammen, liebe Piraten, einen Änderungsantrag eingebracht haben mit der Nummer 5777. Das war vor etwas mehr als einem Jahr. Herr Kollege, es liegt eine Frage, eine Zwischenfrage des Kollegen Kern vor von der Fraktion. Können wir alles regeln, gerne. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Kollege. Ich gebe Ihnen zu, dass dem damaligen gemeinsamen Antrag von Netzneutralität die Rede war. Da steht aber auch drin, dass Spezialdienste zugelassen sind und dass sich mittlerweile eben herausgestellt hat, dass die damals vorgeschobenen Argumente sich im Wesentlichen als unwahr herausgestellt haben. Die Frage. Sehen Sie das ein, dass sich das geändert hat, die Sachlage? Die Sachlage in der EU hat sich natürlich geändert, aber wir stehen weiterhin, denke ich mal, Sie genauso wie wir, zu unserem Wort pro Netzneutralität. Und deswegen, das ist der erste Grund, weshalb wir Ihren Antrag heute ablehnen, wir haben uns damit intensiv auseinandergesetzt, sowohl in den Fraktionen als auch hier im Landtag, im Plenum. Wir haben deutlich, zumindest wir drei Fraktionen, uns dazu positioniert. Der zweite Grund, warum wir Ihrem Antrag heute nicht zustimmen können, ist allerdings einer, der auch mich betrübt, nämlich, dass er schlicht zu spät kommt. Die Würfel in Brüssel sind längst gefallen. Und auch wenn es Sie und mich persönlich auch nicht glücklich macht, eine Mehrheit der EU-Parlamentarier ist dazu bereit, die Netzneutralität zugunsten einer Roaming-Regelung zu opfern, die letztlich, meine Damen und Herren, sogar hinter den Summer-Specials der meisten Mobilfunkbetreiber zurückbleibt. Das ist bedauerlich. Viel interessanter finde ich aber heute mal die Frage zu stellen, Sie haben es ansatzweise auch gerade gemacht, Herr Kern, wie kann es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen? Und für mich ganz einfach, netzpolitische Themen finden meist unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit statt, zum Beispiel um kurz vor 19 Uhr in bundesdeutschen Parlamenten. Während in den USA scheinbar jedes Kind begriffen hat, was ein freies Internet mit weitestreichender Netzneutralität bedeutet, erntet man hierzulande mitleidige Blicke, wenn man von den Vorzügen des freien Internets berichtet. Amerika hat die Netzneutralität weitestgehend gerettet, meine Damen und Herren. Europa wird sie dagegen für ein bisschen Applaus bei den Roaminggebühren komplett versenken. Da gebe ich Ihnen recht. Mangelndes Verständnis für das Thema ist der Grund, warum immer wieder Pseudo-Argumente, und einige davon haben Sie gerade auch genannt, bei den Entscheidern haften bleiben, die nichts mit der digitalen Realität zu tun haben. Ich denke nur mal an das Märchen, gerade ist es schon angeklungen, von Günter Oettinger, wonach Netzneutralität autonomes Fahren unmöglich mache. Datenaustausch von und zwischen den Autos müsse eben immer prioritär im Netz befördert werden, so Oettinger, und das ist Quatsch, das wissen wir alle.
In Funklöchern und Tunneln wäre autonomes Fahren, nämlich nach dieser Lesart, völlig unmöglich. Dennoch höre ich dieses Argument immer wieder und dem müssen wir entgegentreten, meine Damen und Herren. Denn mit der Netzneutralität verhält es sich wie mit einem Soufflé. Sticht man an einer Stelle hinein, fällt das ganze schöne Rezept ineinander zusammen. Und Nadelstiche hat es in den vergangenen Trilogverhandlungen eine Menge gegeben. Nehmen Sie nur das sogenannte Zero-Rating von Spezialdiensten. Für mich persönlich gehört ein Verbot dieses Zero-Rating zu einer starken Netzneutralitätsregelung einfach dazu. Warum das so ist, kann man aktuell besichtigen beim Fall des Musikstreaming-Anbieters Spotify, der beispielsweise im Telekom-Mobilfunknetz bevorzugt behandelt wird aktuell. Nutzern des Dienstes wird das mobile Stream von Musik derzeit nicht auf das monatliche Freivolumen angerechnet. Eine Ungleichbehandlung, die es Nutzerinnen und Nutzern nun aktuell schwer macht, den neuen Nutzungsbedingungen von Spotify zu widersprechen. Denn auf welches Angebot soll man denn ausweichen, wenn man Standort- und Bewegungsdaten, Bilder und Kontakte eben nicht mit Spotify und seinen Werbepartnern teilen möchte? Es gibt zwar Alternativen, doch können sie eben nicht mit Zero Rating punkten und sind damit für viele Mobilfunknutzer unattraktiv. Wenn sich nun also Spotify-Kunden mit zweifelhaften Geschäfts- und Datenschutzbestimmungen einverstanden erklären, hat das auch mit dem Fehlen von Netzneutralität an genau dieser Stelle zu tun. Doch leider fürchte ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Befassung mit dem Zero Rating, nämlich genau damit, nicht zum aktuellen Mandat des Europäischen Parlaments gehörte. Ein Umstand, den sich die Befürworter des Zero-Ratings selbstverständlich zunutze gemacht haben. Nach Auffassung zahlreicher Beobachter war ein Verbot von diesem Hintergrund nicht durchzusetzen. Auch das sehr bedauerlich. Aber, meine Damen und Herren, und da schaue ich ausgerechnet auch insbesondere zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, eine verlorene Schlacht bedeutet für mich persönlich keinen verlorenen Krieg. Insofern lassen Sie uns bitte weiter gemeinsam für die Sache kämpfen, uns hier klar positionieren und weiterhin für eine Lobby für netzpolitische Themen kämpfen. Durch Aufklärung und durch Beharrlichkeit. Wir in NRW, in Nordrhein-Westfalen, stehen weiter für Netzneutralität. Gemeinsam, auch wenn wir heute unterschiedlich abstimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Stein. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Stream. Netzneutralität ist ein wichtiges Gut, das Freiheitsrechte sichert und Innovation gerade auch für Start-ups und mittelständische Unternehmen ermöglicht. Ohne ungehinderte und diskriminierungsfreie Übermittlung aller Datenpakete würde es Start-ups deutlich erschwert, ihre Geschäftsideen gegenüber Wettbewerbern, die finanzkräftiger sind, etablieren zu können. Und Netzneutralität verhindert eben, dass finanzkräftige Konzerne sich Wettbewerbsvorteile durch bevorzugten Zugang erkaufen können. Eine differenzierte Datenübertragung kann allerdings auch helfen, die Erbringung qualitätssensitiver Dienste sicherzustellen, etwa bei vorübergehender Überlastung von Teilen des Netzes. So bedarf es zum Beispiel für telemedizinische Anwendungen in intelligenten Gesundheitsnetzen zum Teil garantierter Übertragungsraten. Wie wir zukünftig Netzneutralität gestalten, hat zum einen Auswirkungen auf das Preissetzungsverhalten und auf die Investitions- und Innovationsprozesse der Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette von Inhaltsproduzenten über Gerätehersteller und Netzbetreiber bis hin zum Endnutzer. Gleichzeitig ist hiermit die Frage verbunden, welche Maßnahmen der Datenverkehrssteuerung in den Netzen möglich und rechtlich zulässig sind, um ansteigende Datenmengen in Telekommunikationsnetzen bewältigen zu können. Auch im Mutterland des Internets und der Start-up-Kultur sind daher Einschränkungen des Netzes in bestimmten Situationen für Spezialdienste möglich. Und innerhalb der Bundesregierung hat man, wie ich finde, einen guten Kompromiss gefunden. Grundsätzlich müssen alle im offenen Internet übertragenen Datenpakete ohne Berücksichtigung des Absenders, des Empfängers, der Art des Inhalts, Dienstes oder der Anwendung durch die Anbieter gleich behandelt werden. Zwar können mit sogenannten Spezialdiensten besondere Anforderungen zeitkritischer Dienste mit hoher Übertragungsqualität erfüllt werden, aber das Angebot von Spezialdiensten darf dabei nicht zu einer ungerechtfertigten Verschlechterung, Behinderung, Blockierung oder Diskriminierung gegenüber bestimmten Inhalten oder Anwendungen führen. Spezialdienste sollen also nicht als Substitut des Internetzugangsdienstes angeboten werden und dürfen das Best-Effort-Internet und dessen Entwicklung infolge des technischen Fortschritts eben nicht beeinträchtigen.
Die Positionierung der Bundesregierung wird den Anforderungen an ein leistungsfähiges Internet gerecht, denn eine differenzierte Datenübertragung kann helfen, zukünftige qualitätssensitive Dienste sicherzustellen. Dem Antrag werden wir heute nicht zustimmen. Zum einen sind wir, wie dargestellt, davon überzeugt, dass es Ausnahmen für Spezialdienste gerade auch hinsichtlich unbekannter zukünftiger Entwicklungen geben muss und man sich nicht frühzeitig festlegen muss. Und diese müssen dann auch so gestaltet werden können, dass dies nicht zulasten eines freien Internets gehen muss. Also da sehen wir überhaupt keinen Widerspruch. Zum anderen noch eine abschließende Bemerkung zu dem Punkt Römisch 2.5. Wir halten eine grundsätzliche Ablehnung von Netzsperren für falsch. Seiten mit gewaltverherrlichendem oder stark verfassungsfeindlichem Inhalt müssen auch gesperrt oder gelöscht werden können. Wir hätten uns gefreut, Herr Beute, wenn wir die Ideen des Antrags der Piraten ausführlich in den Ausschüssen beraten hätten können. Da hätten wir uns dann auch dementsprechend austauschen können. Aber leider haben Sie auf eine Überweisung und damit auf weitere Beratungen verzichtet und direkte Abstimmung beantragt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Kollege Kern, ich habe eben bei Ihrem Einstieg so gedacht, vielleicht sollten wir nicht herbeireden, dass sich niemand für Netzneutralität interessiert, denn das ist beileibe nicht so. Ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussion um die Tarifreform bei der Telekom vor 2 Jahren, wo wir, Kollege Schneider hat es eben angesprochen, ja auch gemeinsame politische Initiativen entwickeln konnten. Da war das Thema Netzneutralität sehr schnell in aller Munde, in einer breiten Öffentlichkeit. Die Leute haben sich sehr wohl dafür interessiert. Die Leute wussten auch, was es damit auf sich hat. Und deswegen weiß ich nicht, man muss eigentlich nicht unbedingt fragen, was ist das eigentlich? Ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Leute. Und wir sollten uns auch nicht hinstellen und uns darüber beklagen, dass es jetzt 19.05 Uhr ist, wenn wir über dieses Thema sprechen, sondern wir sollten gemeinsam einfach die Relevanz des Themas dann herausstreichen. Ich möchte gerne einsteigen mit dem, was uns eint. Wir haben über die letzten Jahre ja schon mehrere Beschlüsse hier in diesem Hohen Haus in unterschiedlichen Konstellationen. Ich kann mich da erinnern an Rot-Grün plus Piratenfraktion, an einigen Stellen auch mit FDP erinnern, wo wir festgestellt haben, wie wichtig, wie relevant die Sicherung der Netzneutralität in der Entwicklung des digitalen Zeitalters ist, die Vielfalt, das enorme Wachstum, die Reichhaltigkeit des heutigen Internetangebotes wurden natürlich durch die relativ geringen Hürden beim Zugang zum Netz ermöglicht. Sie wurden gerade auch durch die geringen Hürden für neue und innovative Anbieter ermöglicht. Und wir haben auch gemeinsam festgestellt, dass der Verzicht auf eine nachhaltige Sicherung der Netzneutralität dazu führen könnte, dass etablierte Anbieter aufgrund ihrer Finanzkraft, aufgrund ihrer Marktstellung dann letzten Endes Start-ups ausgrenzen könnten. Das würde dann zu Marktabschottung führen und das wollen wir alle nicht, denn dies würde Hürden für die Entwicklung der Netzökonomie höher legen. Ja, wir haben schon verschiedene Beschlüsse hier im Haus gefasst. Ich erinnere da an den Beschluss Ende 2013. Wir haben letzten Sommer hier im Kontext Telekom-Binnenmarktverordnung einen Beschluss gefasst. Es ist mir wichtig, diese Einigung festzuhalten, denn wir brauchen die Gewährleistung der Netzneutralität in Deutschland und in Europa. Wir haben auch auf der regionalen Ebene unseren Beitrag dazu geleistet, letztes Jahr mit der Änderung am Landesmediengesetz. Wir waren das zweite Land, das die Sicherung der Netzneutralität als Auftrag für die Medienaufsicht festgeschrieben hat. Das haben wir auch gemeinsam hingekriegt in dieser Konstellation. Ich fand es eine wirklich bemerkenswerte Debatte damals. Da war sogar die FDP dann plötzlich für Netzneutralität. Das war spannend. Das war aber auch das Ergebnis verschiedener intensiver Diskussionen. Herr Kollege Bolte, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Inhaltlich sind wir sicherlich nah beieinander.
Es ist aber doch so, ich hoffe, Sie stimmen mir dazu, dass wir hier auf Landesebene sicherlich Regelungen zur Netzneutralität treffen können, aber es doch auch so ist, dass wenn auf EU-Ebene eine andere Regelung getroffen ist, das EU-Recht Landesrecht brechen würde. Wir wissen ja noch nicht, wie die Beratung, das haben Sie ja selber gesagt, wir wissen ja noch nicht, wie die Beratung auf EU-Ebene ausgeht. Und wir haben im Landesmediengesetz ja sehr klar festgeschrieben, dass die Sicherung der Netzneutralität gedacht ist im Sinne der Vielfaltsicherung und da dann wiederum in der Aufsichtsfunktion der LFM eben diese Funktion Vielfalt abzusichern über Netzneutralitätssicherung. Das war ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, wie man so rückblickend durchaus zugeben kann. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Regelung im Landesmediengesetz letztes Jahr gefunden. Und wie gesagt, das war auch das Ergebnis. Das war auch das Ergebnis von den Diskussionen, wie wir sie hier geführt haben. Gerade vor dem Hintergrund ja auch der Debatten auf der europäischen Ebene. Das ist ja nicht so, dass wir die letzten Jahre im völlig luftleeren Raum diskutiert haben, um dann zu diesem Ergebnis zu kommen, was ich gerade umrissen habe, sondern wir haben einen intensiven Diskussionsprozess gehabt. Gerade letztes Jahr vor dem Hintergrund, dass das Europäische Parlament ja eine sehr, sehr gute Definition gefasst hat von dem, was es unter Netzneutralität versteht, nämlich weite Garantien für das offene Internet nach den Best-Effort-Grundsätzen und stark beschränkte Spezialdienste. Das war in dem Antrag drin, den wir gemeinsam SPD, Grüne, Piratenfraktion und FDP gefasst haben. Da haben wir uns ja genau an dieser engen Definition des Europäischen Parlaments orientiert, weil damals war der Begriff Spezialdienste, an dem Sie sicher, habe ich das auch verstanden in jetzt, Ihren Beiträgen, sehr stark stören. Dieser Begriff war ja da schon drin in diesem Beschluss und er war sehr eng umrissen. Und wir haben gesagt, ja, es gibt durchaus, und das haben wir in den ganzen Debatten vorher auch schon gesagt, es gibt durchaus bestimmte Bedingungen, unter denen es etwaige technische Notwendigkeiten gibt, echtzeitkritische Anwendungen abzuwickeln und da dann eben eine gewisse Priorisierung unter sehr eng gefassten Bedingungen durchaus möglich sein kann. Das, wie gesagt, haben wir gemeinsam hier beschlossen. Aber wir haben immer gesagt, eine Priorisierung von Inhalten darf es niemals aus rein wirtschaftlichen Eigeninteressen von Anbietern geben. Und ich glaube, das eint uns nach wie vor. Wir haben den Antrag der Piratenfraktion heute vorliegen, kurz nachdem die Landesanstalt für Medien, da gucke ich zum Kollegen Schwert, der da maßgeblichen Anteil dran hatte, am Freitag ein Positionspapier verabschiedet hat. Da will ich dem Kollegen auch durchaus noch mal danken, kollegial auf dieser Ebene. Ich fand es ein bisschen schade, dass Sie heute sich nicht in der Debatte einbringen konnten. Ich glaube, es hätte uns ganz gut getan, weil es doch ein bisschen noch differenzierter war als dieses Schwarz-Weiß-Denken, was beim Kollegen Kern so ein Stück weit durchschien. Es ist ja nicht so, dass wir komplett untätig gewesen wären und wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen hätten angesichts der Debatte in den letzten Jahren, sondern Landtag und Landesregierung haben ja sehr wohl eine gute Debatte organisiert. Wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr gute Positionen gefunden. Wir haben auch immer gesagt, dass, wie das Europäische Parlament die einzelnen Definitionen vorgenommen hat, das ist es, woran wir unsere Aktivitäten ausrichten. Und wir haben vielfältige Aktivitäten über die letzten Jahre übernommen, sowohl hier im Parlament als auch die Landesregierung, als auch die Landesregierung über den Bundesrat, zuletzt im Juni. Da gestalten wir gemeinsam die Debatte mit für einen zukunftsfähigen, für einen digitalen Binnenmarkt. Ich habe Ihnen die Inhalte für diese Tätigkeit umrissen und ich glaube, da brauchen wir an dieser Stelle weder die Landesregierung noch die sie tragenden Fraktionen eine Aufforderung aus der Opposition, denn wir werden dafür sorgen, dass es auch mit Digitalkommissar Oettinger einen zukunftsfähigen Netzzugang in Europa geben wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP spricht jetzt Herr Kollege Nücke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, in der politischen Debatte im Land nimmt das Thema Netzneutralität eigentlich keinen breiten Raum mehr ein. Das liegt aber vielleicht daran, weil nur wenige Fälle möglicher Verstöße bekannt sind. Die Drosselcom ist schon viel zu lange wieder her. Emotionen kommen vielleicht noch bei den Roaminggebühren hoch. Und nun wird er eher in einem kleinen Kreis um das Verhandlungsergebnis, dem Trilog-Kompromiss, gestritten. Es geht um die Interpretation auch immer noch, deswegen wissen wir ja gar nicht, was letztendlich rauskommt. Es wird darum gestritten, ob er brauchbar ist oder ein typischer, man nennt das, glaube ich, Design by Committee, also ob es vielleicht ein unpraktikables Papier ist, das vielleicht mehr Rechtsunsicherheit, also höchstwahrscheinlich mehr Rechtsunsicherheit produziert. Jetzt ist das, ja, es ist da, dieses Ergebnis, das jetzt interpretiert wird und was zu einem Beschluss führen wird. Es gibt wohl eine Mehrheit im Europäischen Parlament dafür. Deswegen sehe ich es jetzt mal nicht netzneutral, sondern mal netzrealistisch. Es ist ein Versuch, eine Balance der widerstreitenden Interessen zu finden, dabei aber die Informationsfreiheit und Vielfalt zu gewährleisten, also auch kleinere, weniger finanzstärke Anbieter von Diensten und Inhalten einen ungehinderten Zugang zu ermöglichen. Gleichzeitig will es möglich halten, dieses Papier innovative Dienste mit hohen Anforderungen an die Netzqualität weiterhin zu entwickeln und betreiben zu können. Das Problem jetzt in dem Antrag der Piraten, wie ich finde, ist, und da freue ich mich, Kollegen Bolte mal recht geben zu können, ist in der Tat ein bisschen diese Schwarz-Weiß-Sicht. Ja, ich wusste, dass Sie sich darüber freuen. Und dass ja ein Stück weit die Auffassung von Netzneutralität, die aus diesem Antrag herausschimmert, so natürlich von dem jungfräulichen Netz kurz nach dem World Wide Web-Urknall ausgeht, sehr idealistisch und mit der Sehnsucht nach dem, nenn es mal, alten Internetparadies. Doch der Apfel der Versuchung wird hier nicht durch die EU jetzt gereicht. Denn in dieser paradiesischen und unschuldigen Form, wie wir vielleicht das neutrale Internet oft gezeichnet haben, hat es das Netz ja eigentlich nur kurz gegeben, in der Säuglingsphase, nenne ich das mal. Denn schon heute funktioniert ja der Zugang zu den verschiedensten Infrastrukturen auf verschiedene Art und Weise. Die bereits angesprochenen Mobilfunk- und Festnetzzugänge funktionieren unterschiedlich. Und dann wäre es nach der ein bisschen holzschnittartigen Auffassung der Antragsteller das ja schon auch gar nicht mehr möglich. Und besonders, ich nenne das jetzt mal zeitkritische oder sensible Dienste, könnten nicht mehr angeboten werden, genutzt werden, wenn es jetzt, sage ich mal, nach den Urwünschen der Piraten ginge. Und in der Pauschalität, die in diesem Antrag ein bisschen drin ist, wäre ein E-Health-Angebot ja nicht einmal über eine Standleitung mehr möglich. Unter dem Strich, glaube ich, wollen Sie ein bisschen das Internet zu sehr bürokratisieren und regulieren. Und das würde es in seiner Entwicklungsfähigkeit, glaube ich, sehr behindern. Deswegen werden wir dem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lücke. Für die Landesregierung spricht jetzt Frau Ministerin Dr. Schwaldüren. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, das Ziel der Landesregierung ist ein offenes Internet. In einem offenen Netz kann die Medienvielfalt blühen und offen ist ein Netz, wenn die Bürger aus dem größtmöglichen Angebot an Medien und Diensten selbst auswählen und nicht Versorger aufgrund ihrer Schlüsselposition entscheiden, welche Inhalte eine Chance haben. Und darum geht es uns bei Netzneutralität. Wir treten für einen netzneutralen Internetzugangsdienst ein und dafür, dass der Internetzugang nicht durch andere Dienste marginalisiert wird. Und dafür treten wir ein im Bundesrat, gegenüber dem Bund und auf EU-Ebene. Der dort gefundene Kompromiss bedeutet in der Tat noch keine ausreichend klare Festlegung, aber er lässt die Tür für Regelungen offen, die netzneutralen Zugang garantieren. Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Piraten hat aber ein anderes Ziel. Und da bin ich vielleicht ein bisschen radikaler als die Kollegen, die eben gesprochen haben.
Die Kernforderung dieses Antrages ist, jegliche Priorisierung von Daten auf einem Breitbandanschluss soll grundsätzlich untersagt werden. Das ist nicht die Position der Landesregierung. Es ist nicht die Position des Europäischen Parlaments und es ist erst recht nicht die Position der Menschen, die das Konzept und den Begriff Netzneutralität maßgeblich geprägt haben. So beispielsweise die Internet-Expertin Professor Barbara Fanschewik von der Stanford University. Sie befürwortet bestimmte Priorisierung in von Nutzern kontrollierten Qualitätsklassen. Barbara Fanschewik hat mir bei unseren Gesprächen erklärt, warum. Es kann sein, dass ich bei einer wichtigen Videokonferenz perfekte Übertragungsqualität will, weil eine wichtige Besprechung ansteht. Warum sollte ein Nutzer in diesem Fall nicht den Videokonferenzdienst seiner Wahl priorisieren, um Latenz, Paketverlust und so weiter zu optimieren? Wichtig ist dabei, niemand außer dem Nutzer bestimmt, welche Inhalte, wie lange, in welcher garantierten Qualität transportiert und priorisiert werden. Oder nehmen Sie das Netzneutralitätskonzept von Tim Wu. Der Jurist hat den Begriff zu Beginn des Jahrtausends entwickelt. Sein Grundsatz: Endkundenversorger sollen generell keinen Einfluss auf die durch ihre Netze übertragenen Inhalte nehmen. Aber Wu schlägt schon vor 10 Jahren Ausnahmen vor. Warum? Wus Argument: Dienste, bei denen Paketverluste oder Verzögerungen zu drastischen Qualitätseinbußen führen, könnten sonst systematisch gegenüber anderen Diensten benachteiligt sein. Was Wu vermeiden will, schlägt aber der vorliegende Antrag vor. Sein Vorschlag dagegen ist, Ausnahmen vom Prinzip der Netzneutralität sollten erlaubt sein, wenn dies keinen Einfluss auf die Qualität des offenen Internetzugangs hat. Um einen Einfluss zu vermeiden, sollte es Ausnahmen nur in geschlossenen Netzen geben. Als konkretes Beispiel führt Wu IPTV-Angebote auf. Wir, meine Damen und Herren, wollen die Vielfalt erhalten, die wir dem freien Internet verdanken. Deshalb darf es nicht passieren, dass Versorger beliebig Dienste aus dem freien Internet zu Spezialdiensten umdeklarieren können. Das muss gute Regulierung verhindern. Wir wollen aber nicht die Vielfalt anderer Angebote durch Verbote einschränken. Um das zu schaffen, muss eine gute Regulierung Koexistenz ermöglichen. Die Koexistenz eines zukunftssicheren Internetzugangsdienstes unter dem Prinzip der Netzneutralität und Spezialdiensten als begründete Ausnahme. Dafür, meine Damen und Herren, setzt sich die Landesregierung ein, in Bundesratsinitiativen, in der LMG-Novelle, in der Forschung, in Fachgesprächen und Engagement auf allen Ebenen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich schließe an dieser Stelle, weil keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also dem Antrag mit der Drucksachennummer 9590 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU und FDP. Dankeschön. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag abgelehnt worden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8.